Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Glabur, jawohl. Und wir machen die nächsten Trends America. Da haben wir noch eine Einladung offen. Die andere hatten wir letztes Mal geschafft mit ein bisschen Hängen und Würgen. Ich freue mich auf die nächsten Event. Ich hatte schon tolle Rennen auf diesem Blablabla. Ja, konnte ich jetzt nicht so schnell sehen. Einladung. Jawohl, los geht's. Wir nehmen wieder den Nissan. Ich glaube, den mussten wir auch für diese Rennen nehmen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, das gute Stück hier. Bis jetzt macht das Spiel mir Spaß. Halt dich vom Streckenrand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Das Einzige, was mich aufregt, wenn man leicht irgendwo an eine Seite kommt, dass man sofort bestraft wird. Jetzt steht also ein Duell-Event gegen die Transamerica Pacers an. Das ist gut. Immerhin musst du dann nur einen von ihnen überholen. Diese Strecke haben wir auch schon mal gefahren. Aber das war halt in der ersten Aufnahme irgendwie. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, wie der Kurs war. Bis jetzt ist eigentlich alles hier Vollgas. Uiuiuiuiuiui. Ein bisschen mit dem Gas spielen und dann klappt das schon. Also wer sich das Spiel kaufen möchte und sagt, ja, ich habe aber keinen Joystick oder kein Lenkrad. Man kann es gut mit Tastatur spielen, ich tue es ja auch. Komme ich eigentlich gut mit zurecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und macht auch Spaß mit Tastatur. Muss man wirklich sagen. Jawohl. Auf den weiten Lang ist die Strecke denn? Jawohl. Gerade ein Ziel abgehakt. Das macht sich gut. Ja, was denkst du denn? 1:33, 8:39, jawohl. Erster Platz. Besser geht's nicht. Ja, müssen wir ja wohl auch machen. Das war derselbe Gegner mit demselben Auto. Ja, jetzt bin ich gespannt, wer der nächste ist. Der einzige, der heftig ist, ist der mit den silbernen, finde ich. Der ist wirklich schwer. War gut, dass wir wirklich den Nissan gekauft haben mit der höheren Endgeschwindigkeit. Auf der Strecke, glaube ich, zum Vorteil. Halt dich vom Streckenrand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Jo, machen wir. Oh, das ist ein ganz neuer Gegner. Ihr startet nebeneinander. Versuch sofort in Führung zu gehen und vorn zu bleiben. Oh, 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 oh. Mit 170 hier schön durch die Kurven nähen. Dürfen auf jeden Fall nicht unbedingt auf den Grünen kommen. Eieieiei. Nein. Die Strecke ist lang, vielleicht kriegen wir noch. Gucken wir mal. So eine kleine Meteranzeige wird mir gefallen, dass ich sehe, ob ich aufhole oder nicht. Aber man sieht es, ich hole auf jeden Fall auf. Direkt hinter ihn, dann achtet er mehr auf dich als auf die Strecke und du kannst ihn austricksen. Jetzt müssen wir uns beeilen, komm. Na komm. Nein, Neustart. Mein Gott, da wollte ich zu viel. Leck mich doch am Arsch hier. Schwanzgelecke hier, ey. Mann. Verpiss dich mit deiner Zwiebackfräse jetzt.
Ja, das soll mir mal einer nachmachen. Wie geil. Ah, scheiße, jetzt versauen wir uns hier gleich den Start wieder. Jawohl, jetzt sind wir vorbei. Jetzt können wir unser Rennen hier vorne fahren. Ui, das war aber knapp. Mama mia, da hätten wir fast die Mauer geküsst. Tut jetzt auch Zeit, dass er runtergeschaltet hat. Aber wir hängen ihn ab. Sehr schön. Wenn ich jetzt nicht wieder einen Fahrfehler mache, dann sollte das eigentlich alles klappen. Schon einen guten Vorsprung herausgefahren. Aber es gehört halt zu dem Spiel dazu, dass man auch mal einen Fahrfehler reinhaut und dass man dann halt das Rennen nochmal neu starten muss. Jawohl, für mich eins der Highlights noch so bis mit Autorennspiele bis jetzt, bis das neue Formel 1 kommt. Finde ich cool, dass noch mal eins herausgekommen ist. So, dann ja, ging Bruno wieder. Bruno. Ach, den haben wir uns letztes Mal schon so. Oder da habe ich mich immer in die Fahrfehler reingedrückt beim letzten Mal. Na, mal schauen, wie es weitergeht. Der Kurs ist sehr wellig. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Die ganzen Tipps hättest du uns mal gleich am Anfang geben sollen. Du musst in Sektor 1 besser fahren als bisher. Zu verarschen. Schneller kann man hier gar nicht fahren. Also mein Daumen ist die ganze Zeit, mein Finger ist die ganze Zeit nur auf dem Gas. Ich gehe nicht mal runter. Ich rutsche zu viel. Also der hält auf jeden Fall megamäßig mit. Also wirklich Respekt, was der hier gerade macht. Schalt runter. Aber jetzt haben wir einen kleinen Abstand wenigstens zu ihm gekriegt. Heilige Scheiße. Ja, da bin ich. Komm, Baby, beschleunige. Aber diesmal machen wir hier nicht den Fehler. Jawohl. Im Slide gewonnen. Ja, so sollte das sein. Absolut geil. Du hast die Pacers gerade auf Anhieb in ihrem Parade-Event besiegt. Das können nicht viele von sich behaupten. Tja, kannst mal sehen, was ich für ein Ego habe. Ja. Okay, weiter geht's. Errungenschaft ohne Moos. Nichts los. 3 von 5. Mhm. Erfüllte Ziele 1. Aha. Fan 22.875 haben wir. Mal schauen, was wir kriegen. Okay, 25.875. Naja, gut, okay. Nicht viel, aber besser als gar nichts. Die erste World Series Racing kann beginnen. Beweisen wir den US-Clubs, dass es richtig war, sich uns anzuschließen. Nee, ich will jetzt erstmal hier Fahrzeug-Challenge. Was ist das denn hier? Du hast eins. Mit deinen Leistungen einen Hersteller auf dich aufmerksam gemacht, der dir ein neues Auto leihen möchte. Wenn du die vorgegebene Zeit unterbieten und zeigen kannst, dass du gut mit dem Auto zurechtkommst, kannst du es behalten. Das klingt nicht schlecht, oder?
Ja, probieren wir's. Bei Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann bei anderen Events nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit unterbieten. Dann gehört das Auto dir. Ja, probieren wir doch, Leute, würde ich mal sagen, wa? Ab geht's! Nissan Aero. Ja, warum nicht? Probieren geht über Studieren. Gehört ja zu dem Spiel dazu. Und außerdem, die Autos umsonst zu haben, sollte man sie wohl mitnehmen. Man weiß ja nicht, ob man die während des Spiels noch braucht. Was für eine Strecke ist das? Miami? In der Stadt? Ich glaube, das ist die in der Stadt. Ja. Kennen wir. Das brauchen wir 1:07. Das letztes sollte Mal drin hast sein. Du dich in Sektor 1 schwer getan. Das muss besser werden. Wackelatüt, halt die Schnauze. Lass mich Autorennen fahren. Der geht wenn gut du ab. Wenn du zu schnell durch die Kurven fährst, verlierst du noch die Kontrolle. Ach, scheiße nochmal. Neustart. Ab geht's. Du kriegst das Auto nicht geschenkt. Du musst es dir verdienen. Ja. Er hat gesagt, dass ich das Geschenk haben will. Ne? Absolut geil, das Auto. Er lässt sich richtig geil um die Kurven fahren. Jetzt kommt Start und Ziel, das könnten wir schaffen. Jawohl! 1:3, Ziel erfüllt. Neues Auto. Perfekt, Leute. Fahrzeug freigeschaltet. Sehr gut. Ich kann es kaum erwarten, einen Blick unter die Haube zu werfen. Ja, ich auch. Weiter geht's. Der ging nämlich wie eine Sau. Errungenschaft freigeschaltet. Fette Beute. Jawohl. Gibt. Du hast jetzt ein neues Auto zur Verfügung. Leg weiter so gute Zeiten hin, dann haben noch mehr Hersteller Interesse daran, dass du für sie unterwegs bist. Das ist gute Werbung. Und du hast sicher Freude an deinem neuen Spielzeug. Ja. So, Promo, was ist das? Bei diesen Events geht es darum, die Fans zu begeistern. Es ist wichtig, dass du eine gute Show bietest. Deswegen setze ich dir vor jedem Event ein Ziel. Erfülle es, um dein Ansehen noch weiter zu steigern. Okay, ja, machen wir das doch mal. Beim Überhol-Event geht es darum, die Gegner so schnell wie möglich zu überholen. Du erhältst für jeden Überholvorgang Punkte. Richtig viele Punkte bekommst du, wenn zwischen den Überholvorgängen möglichst wenig Zeit vergeht. Behalte aber die Straße und den Verkehr im Auge. Okay. Alles klar, machen wir. Müssen wir mit der Dodge machen. Okay, neues Auto. Ganz viel Gewicht. Machen wir doch. Geile Sache. Also was man hier alles machen kann. Ich bin voll begeistert, ja. Das Einzige, was mich stört, ist das, wenn man in eine Bande kommt, dass man sich so dreht, so extrem. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich schnell dran. Sonst absolut geiles Spiel. Absolut geil. Auf den Geraden komplette Kaufempfehlung. Bis jetzt. Die Bremspunkte nicht. Gleich kommst du über die Linie. Viel Glück. In Promo-Events geht es darum, auf sich aufmerksam zu machen. Behalte dein Ziel fest im Auge. Okay, komm, 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 komm. Super. Halt dieses Tempo. Nein. Wagen zurücksetzen.
Ich hänge fest, ich kann mich nicht mehr von dem lösen, lol. Ich hab echt festgehangen. Um Überhol-Events zu gewinnen, musst du überholen. Logisch, oder? Achte auf deine Front. Da ist ziemlich viel kaputt. Oh Mann, Leute, ey, da muss ich mich saumäßig bei konzentrieren. Mama mia. Achtung, du hast heftige Schäden auf der rechten Seite abbekommen. Wie viele Runden geht das? Wenn du weiter so fleißig überholst, hast du den Sieg sicher. Bin immer noch Zweiter, steht da oben. Häng fest! Komm da rum! Gas, 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 Gas. Ist echt gar nicht einfach. Du musst die Ruhe bewahren. Ziel erfüllt. Ziel verfehlt, sorry. Scheiße. Okay, nur keine Sorge. Jetzt weißt du, wie es geht. Also versuch's nochmal. Ja, das probieren wir auch nochmal. 7600 Punkte hat der gemacht. Neustart. Alles ist bereit. Du kennst dein Ziel, oder? Okay, los geht's. Ja, das haben wir schon verkackt, glaube ich. Aber wenn wir crashen oder so, dann gehen um die Punkte weg. Noch zwei Runden. Dürfen nicht crashen, das ist der das A und O. Nein. Du hast etwas zu früh gebremst. Wir haben jetzt schon mehr Punkte wie vorhin. Jetzt sind wir auf Platz 1. Nur kein Unfall bauen. Dann läuft das wie so ein Eierwerk hier. Letzte Runde. Voll 800, na gut, jetzt nur 700, wieder 800. Nein, an der Wand gekommen. Oh, 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 oh. 12.000 Punkte.
Mit dem Auto ist das wirklich nicht einfach, finde ich. Aber es macht übelst Laune. Also mir macht das Spaß. Irgendwann haben wir es verstanden, wie es funktioniert. 13.000 Punkte. Das erste Mal hatten wir 5.000. Ja, ich würde sagen, Ziel erfüllt. Eindeutig geschafft. 13.200 Punkte. Was hat der Gegner? 9.400. Tja, das würde ich wohl mal sagen, wir waren die Könige. Geile Sache. Errungenschaft freigeschaltet. Glänzende Aussichten. Jawohl. 25.875 hatten wir. Na, 26. 375, jo. Perfekt, würde ich sagen. Gut aufgeräumt, auf jeden Fall. Diese Leistung haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Wirf einen Blick in dein Newsfeed. Mein Newsfeed? Wo ist denn das? Wo ist mein Newsfeed? Advent. Fahrzeuge, Extras. Ja. Ich sage auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Grid 2 bei Glabur auf dem Channel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.